Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin eure Therapeutin, Mac Burago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Fotain Futuristic, haben jetzt diesen Sicherheitsraum geöffnet, sammeln mal das tolle Zeug hier ein. Da haben wir einen Power for the People Automaten. Draußen ist ein schlecht gelaunter Big Daddy. Beziehungsweise, da kommt er wieder lang. Stampf, stampf. Diesmal ohne Little Sister, so wie es ausschaut, weil die hat er wahrscheinlich gerade abgegeben. So, wir machen nochmal hier kurz weiter. Hier haben wir noch jemand zum Looten. Und Tonbandgerät, genau. Mal schauen, wer uns hier was zu erzählen hat. Big Sister. Jill Alexander. Wir haben unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann ja, ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Okay, jetzt wissen wir auch schon mal, wo die Big Sisters eine herkommen. Es sind die älter gewordenen Little Sisters. Das erklärt ja auch, warum sie Big Sisters sind. Aber nun haben wir erstmal den Power to the People Automat von Fotain Futuristics. Da werden wir jetzt erstmal einkaufen gehen. Mal schauen, was wir so noch haben. Immunität gegen Granatwerferschaden. Eine geformte Deflektor verhindert Schaden durch eigene Granaten. Ja, das bringt nicht so wirklich. Dann haben wir hier noch das Thema mit den Querschlägern. Die könnten wir wahrscheinlich einsetzen, weil die Minigun setzen wir doch öfters mal ein. Und wenn wir dann nächste Automaten finden, können wir dann die Harpune erhöhen und damit mal ein bisschen mehr arbeiten. Aber erstmal denke ich mal, wir nehmen das Upgrade für Querschläger. So, super, toll. Sieht doch richtig spacig jetzt aus, unser Kampfgerät. So, jetzt sind wir soweit gerüstet, dass wir es nochmal mit dem Big Daddy anlegen können, wenn wir noch ein bisschen Health haben. Weil da haben wir ein bisschen was unnötig verbraucht. Ah, ganz hinten war ja ein Automat zum Einkaufen. Oh, hier liegt noch was rum. Ach, da ist bloß Bohrtreibstoff drinne. Laufen wir mal hier hinter. Und schauen. Oh, hier liegt schon wieder ein Cashler rum. Ach, wieder Bohr. Hier hätten wir das gehackt. Munition mitgenommen. Haben wir aber eine Wasserdusche. Da können wir mal ein bisschen was sparen. Aber wohl eher nicht. Oh, da noch eine Eve-Spritze. Die nehmen wir nicht mit. Ah, wir sind voll mit Eve wieder mal. Okay, da kommst du lang. Ohne Sister. Dann geh du dir erstmal eine Sister holen und dann komme ich mich dich holen. So, Verbandsmaterial. So, passt. Solange der da unten rumstampft, machen wir uns mal die Mühe und schauen uns hier unten um. Hier ist auch noch jemand zum Looten. Toll. Und wir springen mal hier runter. Hallo? Okay, einen Alpha-Serie. Weiß, wer du bist und ich weiß, dass du da drin bist. Das ist schön. Du machst mir keine Angst. Nein, ich mach dir gleich Feuer. Ein Houdini. Wo ist er hin? Wer bist du? Wer oder was bist du? Ich bin der, der dich gleich wegtoßen wird. Hier ist wohl das Zuhause der... Oh, 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 wo ist er? Einmal nochmal zum... Den Automaten schnell hacken, bevor unser Freund hier wiederkommt. Eine Vita-Schemmer. Da haben wir mal. So. Ich habe auch die Nase von dir voll. So. Da sind wir ihn los. Die Kiste ist schon offen. Da waren wir schon drinnen. Eine Tür. Mal auf das Knöpfele drücken. Schalter. Tür geht auf. Ohohoho. Haben wir eigentlich noch eine Notwendigkeit, die Automaten zu hacken im Endeffekt? Alpha-Serie. Da sieht es gut aus. Da sind wir bald fertig. Automaten, wo haben wir die denn? Sicherheitssysteme, nein, die sind auch schon voll gehackt. Aber dennoch machen wir uns den Spaß und hacken den Freund. Aber wir haben ja leider bloß noch Autohacker. Nur ist auch gut, wa? Nur ist auch gut, wa? Unsere besten Freunde, der Autohacker. So, mal kurz hier rein. Ach ja. Den hat es auf dem Klo zerlegt, auch nicht schlecht. Na, das ist auch mal ein Abgang. So, hier rein. Und Eis. Hier ist alles eingefroren. Das heißt wieder mal etwas Spaß mit Feuer. So, dann müssen wir die Tür, lässt sich nämlich nicht öffnen, so wie das ausscheint, weil alles zugefroren ist. Okay. Und hier haben wir schon Sachen zum Einsammeln, aber von vielen Sachen sind wir eigentlich voll. Das sieht lustig aus mit dem Wasser da. Aber da gehen wir von der anderen Seite rein, da können wir das einsammeln und dann haben wir da uns auch da die Taschen gefüllt. So, aber erstmal gucken wir hier nochmal rein.
Hier gibt es jetzt nichts außer einen Minibot und einem Medipack. So, das nehmen wir auch mit. Minen, die Minen, alles fein. Wir hätten sowieso hier reingemusst, weil da ist nämlich das nötige Pflänzchen, was wir noch brauchen. Können wir das von hier sehen? Nein, von hier kriegen wir das nicht. Aber gut. Okay. Okay, da oben spielt wieder einer mal mit Big Daddy. Da wollen wir mal nicht stören. Wir sammeln aber erstmal ungestört hier weiter ein. Das ist schon mal toll. Ein Lokus, vielleicht... Okay. Okay. So, wir helfen dir erstmal. So, den haben wir auch geholfen, weil der hat jetzt keine Probleme mehr. Und ein Tonbandgerät. Von wem ist es diesmal? Andrew Ryan. Ich war heute im Eve's Garden. Es ging übel aus. Mein Samen. Verkauft an den Feind. Die Motive der Hure sind mir gänzlich unklar. Ah. Aber Atlas rückt vor und komme, was da wolle. Ich lasse mich nicht zum Sklaven machen. Ich frage mich, sind diese Aufnahmen eine Beichte? Gerade vorher habe ich Sinclair auf dem Flur getroffen. Ach, vielleicht hat er in meinen Augen gelesen. Der Mistkerl hat mich direkt angestarrt und dann vorgeschlagen, ich soll einen Termin bei Dr. Lamb. Lustig, da hatten wir gerade mal eine Anekdote gehabt aus dem Bioshock 1. Und zwar, in dem Eve-Garden war ja die Juline sozusagen, die Mutter von Jack. Und zwar dem Protagonisten im ersten Teil. Und wie Fontaine an das Kind kam. So, hier haben wir einen Safe, deswegen bin ich hier noch rumgewartet und will jetzt den Safe hacken. Sieht doch super aus, relativ easy. Schnell erledigt. Was finden wir denn da tolle drin? Geld, Wärmelenkraketen, Flintenmunition, super. So, jetzt haben wir hier soweit alles und können uns erstmal um das Blümchen kümmern, weil es fehlt ja noch eins. So, sammeln wir das schicke Blümchen erstmal ein. So, jetzt haben wir 3 von 4. Und gleich einen weniger. So, mal gucken nochmal hier vielleicht eins. So. Alles klar. Sicherheit geht vor. Oh, was haben wir denn da? Da unten ist noch Haufen Material. Wie kommen wir nur dahin? Ich glaube gar nicht. Es bleibt uns nur eins übrig. Ein bisschen Telekinese, würde ich sagen. Wo haben wir sie denn? Na, ach, da war sie gerade. Na, da waren wir schon wieder zu schnell. Nach dem... Da haben wir die Telekinese. So, guck mal her. So, Munition, die haben wir schon genug. Verbandmaterial. Wärmeleiter gucken, haben wir auch schon genug. Da hinten noch was. So, alles klar. Wir schmeißen mit den Granaten ein bisschen um die Ecke. So, wechseln wir wieder hin zum Feuer. Und gehen jetzt mal nach oben. Knöpfchen drücken, Türchen auf. Okay, jetzt können... So, da haben wir einen Alpha, den werden wir jetzt schön forschen. Oh, ho. Und da fällt er auch um. Klaus. Gilbert. Jo, ganz armer. Es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren? Ja, sicher gewähren wir ihn. Dass er dem Kollektiv gedient hat. Ja, die Frage ist, wem er wirklich gedient hat. Ich glaube, er hat nur dir gedient. Da kaufen wir da noch was ein. Munitionstechnik sieht super aus. Granaten ist toll. Hackerpfeiler. Sollten wir ein paar mitnehmen. So. Wiedergeburt, hm? Klar, okay. Man lebt ewig. Aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. So, das Blümchen, da ignoriere ich erstmal gekonnt, weil ich mich jetzt hier drum kümmern möchte. So. Weil ich hoffe mal, dass hier der Big Daddy ist, damit wir ihm ja seine Little Sister abnehmen kann. Er ist zwar hier, aber er hat keine Little Sister bei sich. Schade eigentlich.
Weil die würden wir gerne brauchen. Weil es fehlt uns noch eine. Na, mal schauen. Dann gehen wir hin noch das Blümchen pflücken. Oh ja, oh, der große Flinte. Auch so eine, wie wir haben. Toll. So, mal gucken, ob sich der dann vielleicht noch erholt. Hm, merkwürdig. Wenn nicht, müssen wir ihn so mal legen, damit wir Platz haben. Also können wir doch hinten das Blümchen holen. Als solches. Und können dann wahrscheinlich in der nächsten Folge uns mal drum kümmern. So, Blümchen eingesammelt. Und die Gärtenaktion ist erledigt. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Doch, hat er. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Dein Erfolg klatscht wohl eher. Hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das ist schön. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Nein, das Kind, das sie einst war, das hast du schon getötet. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Könnte funktionieren. Nur ein kleines Tetterchen. Ein Austausch. Du hast ja keine Ahnung, was ich durchmache. Gute Nacht miteinander. Ich bin hier jetzt Wasser! Hilfe! Lächerlich! Man darf seine Bedienung. Polizei! Führen Sie diesen Mann ab! So, wir müssen diesen Big Daddy leider doch töten, weil der hing irgendwie da fest. So, einmal heilen. Wir brauchen so ein bisschen Elektro geschockt. Wir müssen mal sehen, ob wir auf Feuer wieder kommen. So, da haben wir das Feuer. Da wird er abgefackelt. So, den. Okay, vielleicht sollte man ja auch mal ein bisschen forschen. Oh, erhöhter Schaden gegen Big Daddy. Es war ja ziemlich hektisch gerade eben. Aber wir haben immerhin noch ein bisschen Forschung eingesammelt. So, nochmal gucken, dass wir hier noch. Ich muss ja mal hier raus. Ich muss mit die Waffe wechseln. So. Irgendwie will unser Feuer gerade nicht. Wo ist das Feuer? Ach, hier ist das Feuer. So, So, das war eine knappe Geschichte. Aber wir mussten ihn leider töten, weil der hing irgendwie da fest. Ein Tagebuch. Ist von Fragen Sie sich, Mr. Meltzer. So. Oh, ist Meltzer. Ist es besser, als unbefugter Eindringling kurzerhand hingerichtet zu werden? Oder möchten Sie lieber vereint werden? Nicht nur mit Ihrer Tochter Cindy, sondern auch mit der Familie Ratchers. Es liegt ganz bei Ihnen. Ich rate Ihnen dringend, das Protektor-Programm zu akzeptieren. Sie werden an Ihrer Seite leben und sich an nichts erinnern als an Ihre Liebe zu ihr. Oh. Ich bin nicht der Erste, der Rapture gefunden hat, du verrücktes Luder. Und ich werde nicht der Letzte sein. Macht mit mir, was ihr wollt. Solange ich bei Cindy sein kann. Okay. Ein glücklicher Mensch. Okay, das war der liebe Mark Meltzer. Bisher erinnert er sich auf. Naja, Kumpel. Schicke neue Uniform. Aber naja, tut mir leid, dass ich dich umnieten musste. Aber es ging halt nicht anders. So, ich hoffe mal, dass wir dann hier in der nächsten Folge dann hier irgendwo ein Big Daddy auftaucht. Damit wir noch eine Little Sister einatmen, sag ich schon, ernten können. Weil die fehlt uns nämlich noch hier. Okay. So. So. Leider steht der Freund da im Wasser, was natürlich ungünstig ist. Puh, knappe Geschichte. Weil wir uns haben leider kein Health. Das heißt, wir gehen mal wieder zurück zu dem Kaufautomaten, weil ich glaube mal, da draußen wird noch mehr Begrüßungspersonal sein, was uns dann willkommen heißt, sobald wir da aus der Tür rauskommen. Oh, hier höre ich schon wieder ein Big Daddy. Das ist super. Das freut mich, weil Big Daddy gleich Little Sister. Okay, hast du eine? Nein, er hat keine. Aber gehen wir... Oh, guck mal, mal hinter. Ah, eine Kiste versteckt. Aber leider leer. So, wir brauchen definitiv Verbandmaterial. Einiges. Mindestens so viel. Da ist okay. Frischwasser. Eve zurück. Was haben wir noch? Munition, das ist auch okay. Granaten, passt. Oh, wir müssen sehen, dass er hier als eine Little Sister besorgt. Damit wir den Freund
aus seinen Schuhen boxen können. Weil uns fehlt ja, wie gesagt, noch... So. Ja, da brauchen keine Freunde mehr angeflogen kommen. Jungs, ihr könnt wieder gehen. Ich habe die Sache geklärt. So, apropos geklärt, was wir mit diesem Big Daddy da drüben machen, das klären wir in der nächsten Folge, weil unsere Zeit ist nämlich schon wieder rum. Und Onkel Big Daddy hat ja noch keine Little Sister. Da vorne liegt immer noch traurigerweise Mark Meltzer. Ich bin zwar ein bisschen deprimiert, immerhin hat er es wahnsinnig weit geschafft, aber leider. Gegen Lamp hatte er dann wohl doch keine Chance gehabt. Aber gut. Wo willst du hin? Kommst du da nicht durch? Ja. Ich hoffe mal, er holt sich eine Little Sister bald, damit wir ihn dann aus den Latschen boxen können. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, als schreibt mal rein in den Comments, wie ihr das so gefunden habt von diesem Mark Meltzer, dass er es bisher hergeschafft hat. Würde mich mal schreiben, wie ihr das so findet oder was eure Gedanken dazu sind. Hoppala, ich bin ja mitten in der Abmoderation und dann kommt er da rein. Oh, Tonikum Elementarsturm. Super. Warum solltest du dich im Umgang mit nervigen Gegnern immer nur an die Routine halten? Nutze diesen Tonikum und bewirke einen heißen, schockierenden und eisige Überraschung. Du gibst einen Feuer-, Eis- und Elementarstoß ab, wenn du festsitzt, der alles in der Umgebung in Mitleidenschaft zieht. Das klingt super. Aber da müssen wir erst einen Slot freinehmen. Denke ich mal, das machen wir dann auch nächstes Mal. So, wird langsam sehr heiß hier. Wir müssen definitiv auch die richtige Munition wechseln. Oh, fall mal um, Freundchen. Okay, Anti-Person-Munition. Ich bin kein Grobian, ich bin der Mann mit der Fackel. Das ist ja arg hetzig hier. So, looten wir doch mal leer. Jetzt aber nochmal aufs Neue. Wir gehen mal in eine sichere Position. Und zwar nach hier hinten. Ich hoffe mal, da haben wir endlich mal unsere Ruhe. Und ich kann abmoderieren. Also, das war ja nochmal richtig Action jetzt kurz zum Ende. Mehr als geplant. Schreibt mal rein in die Comments, was ihr so davon hält, wie gesagt, wie der Mark Meltzer das bisher geschafft hat. Oder hättet ihr je gedacht, dass wir ihn nochmal wiederfinden? Ich bin mal gespannt, was er reinschreibt. Wenn nicht, gebt mir einfach mal so einen Daumen nach oben und zeigt mir, dass euch das gefällt, was ihr gibt. Bis dahin bin ich Matt Burago und sag Servus und Ade.